Messaufgaben zählen zu den häufigsten Vorgängen, sowohl im Alltag als auch in der Wissenschaft. Ein Forschungsgebiet, in das sich Markus Neumeier mit seiner Arbeit vertieft hat. Im Wesentlichen, da muss man ein bisschen ausholen, gibt es zwei Arten von Messproblemen, die sogenannten direkten Messprobleme und die indirekten Messprobleme. Direkte Messprobleme kennt jeder zum Beispiel vom Lineal, wenn er eine Länge messen will. Das ist ein direktes Messproblem, weil ich die Messgröße, die Länge direkt vorliegen habe. Indirekte Messprobleme sind Messprobleme, bei denen ich nur eine indirekte Beobachtung machen kann und aufgrund von dieser Beobachtung dann auf meine Messgröße, die mich interessiert, rückschließen muss. Da spielt eben die Simulation rein, weil ich brauche jetzt ein Modell meines Messapparates und ich schließe jetzt aufgrund von den beobachteten Werten, die ich auch simuliere, auf die Messgröße zurück. Das Spezielle in dieser Arbeit ist jetzt, dass das Ganze in einem statistischen Rahmen gelöst wird. Das heißt, wir erhalten nicht nur die Lösung selber, die so schon schwer zu erhalten ist, sondern wir können auch die Unsicherheiten dieser Lösung berechnen. Um diese Aufgabe zu lösen, waren intensive Computerberechnungen nötig. Das heißt, wir müssen partielle Differentialgleichungen teilweise lösen und das geht nur mit numerischem Computer, weil mit der Hand oder so lässt sich das nicht mehr lösen. Und speziell bei diesen statistischen Lösungsverfahren ist es notwendig, dieses Problem mehrere Millionen Male teilweise zu lösen. Das ist entsprechend rechenintensiv und daher ist hier sehr viel in Richtung Simulation geschehen. Wie berechnet man solche Systeme sehr schnell? Neumeiers Arbeit lässt sich bereits auf einige konkrete Anwendungen übertragen. Die Anwendung zur Zeit, also ich habe mich jetzt in der Prozesstomographie ausgetobt in dieser Arbeit. Die ganzen Algorithmen sind aber so geschrieben, dass sie 1:1 auch auf medizinische Applikationen übertragbar sind. Und speziell, wenn man zum Beispiel in einer Tomographie-Applikation sehen will, ist das jetzt dieses Artefakt, das man sieht, ist das durch das Messrauschen hervorgerufen oder ist da im schlimmsten Fall bereits wirklich ein Krebsgeschwür, dann liefern einem diese Methoden Auskunft über die Zuverlässigkeit der Ergebnisse. Einer meiner wissenschaftlichen Mentoren hat einmal gesagt, das Interessante daran ist Looking Inside, weil wir schauen ja eigentlich von draußen in ein Objekt hinein, wo wir eigentlich so nicht hineinkommen. Wenn ich zum Beispiel ein Querschnittsbild des Körpers haben möchte, dann kann ich da nicht einfach aufschneiden. Ja, können schon, aber nur einmal. Und das Faszinierende ist eigentlich, dass hier das Ganze sehr interdisziplinär zusammenkommt. Also hier diese Interdisziplinarität, die ist eigentlich das, was mich so begeistert an dem Ganzen. Es ist mir eine große Freude und Ehre, Ihnen Herrn Dr. Markus Neumeier näher vorzustellen. Markus Neumeier hat sowohl sein Diplomstudium als auch sein Doktoratstudium innerhalb der Mindeststudienzeit an der Technischen Universität Graz absolviert. Markus Neumeier ist auch am besten Weg, sein Habilitationsvorhaben erfolgreich abzuschließen. Im Rahmen seiner Dissertation hat er sich mit dem Thema Prozesstomographie beschäftigt, eine interdisziplinäre Aufgabenstellung, die auch in die Medizintechnik und damit auch einen sehr hohen Beitrag zur Gesellschaft liefert. Ja, Markus Neumeier ist trotz seines Engagements im beruflichen Alltag auch immer wieder zu haben für ein Bier, sowohl für seinen Doktorvater, also für mich, als auch für seine Kollegen, Arbeitskollegen, als auch Studenten, die er betreut. Sein Fokus oder sein Leitmotto Getting Things Done findet sich auch in seinem privaten Leben wieder. Er hat sowohl im Sommer als auch im Winter 24-Stunden-Läufe skitourenmäßig als auch laufmäßig absolviert. Lieber Markus, ich wünsche dir alles Gute für den weiteren beruflichen als auch privaten Lebensweg und ich möchte dir nochmal recht herzlich gratulieren für die Erlangung dieses Preises des Landes Steiermarks. Herzliche Gratulation.